Uttana Pada Garudasana ist die Adlerstellung in der Rückenlage, auch genannt Viparita Garudasana genannt, weil du eben umgekehrt bist als normal. Du sitzt auf dem Gesäß und hast den Hinterkopf oder Scheitel auf dem Boden, Brustkorb ist gewölbt und dann verschränkst du Arme und Beine. Uttana Pada Garudasana ist auch eine Variation von Matsyasana. Sie kann deshalb auch genannt werden Garuda Matsyasana. Diese Stellung entwickelt die Kraft in dem Rücken und im Nacken. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität in Hüften und Schultern und sie verlangt auch einen starken Hals. Nur wenn du keine Nackenprobleme hast, solltest du diese Stellung probieren. Atme dabei sehr tief ein und aus und genieße die Weite im Bauch und Brust. Und wenn es dir gefällt, klicke schnell auf Daumen hoch und gefällt mir, sofern du das kannst, sofern du nicht gerade selbst in Garuda Matsyasana bist. Kendra, Sukadev und Durgadas hinter der Kamera wünschen dir viel Freude beim Yoga.